Yo guys, what up? The Blue Gangster is back with the official fourth part of Lightning Returns. Zum Glück gibt es automatisch Speichern, weil irgendwie der Spielstand, bei dem ich abgespeichert habe, das ging irgendwie nicht und ihr wisst, wir waren woanders. Und da gehen wir jetzt hin, weil, müssen wir hier erstmal weg. Achso, die Zeit ist schon gestoppt. Wir sind ja hier in dieses Dorf da reingekommen. Da gehen wir jetzt schnell hin. Wir sammeln nur schnell Schokobäuchel. Die machen wir schnell fertig. Okay. So. Schnell. Müssen wir wieder dahin, wo wir letztens waren. Weil ich ja eine Mission starten wollte. Ich bin extra neben der Mission geblieben und dort abgespeichert, aber... Alright. Das will irgendwie nicht. Hoffentlich passiert das nächstes Mal nicht wieder. Das wäre Bullshit. Zum Glück ist dieser Spielstand nicht weit entfernt. Obwohl ich nicht wirklich sagen kann, dass ich wusste, dass er genau hier ist. Haben wir nochmal Glück gehabt. Irgendwas stimmt in meiner PS3 nicht. Die wird langsam zu alt. Ja, dann sprechen wir halt nicht mit dem. Hey, ich hab... Whatever. Yep. Also unter Umständen könnte dieser Part wieder über die 40 Minuten gehen, aber nur knapp. Ich beeile mich natürlich. Ich, race so ein bisschen. Wow, diesmal habe ich es hingekriegt. Krank. Ich mache mich, glaube ich, ein bisschen leiser. Weil sonst wird es zu viel. So. Und dieses Rauschen, falls ihr das raushört. Ich dachte, das wäre mein Mikrofon. Und wenn ich render, dann gucke ich immer. Es kommt aber von der Gameplay-Aufnahme aus irgendeinem Grund. Aber leiser kann ich es ja nicht machen. Vom Gameplay her, weil ich es hier im in-game gibt es kein Lautstärkeregler, sage ich jetzt mal. Und das ist irgendwie schon standardmäßig dabei, voll komisch halt. Mit der haben wir auch schon gelabert. Achtmal Schokobäuchel. Da war ja da hinten. Hier war eins, genau. Davon werden wir noch mehr sammeln, keine Angst. Ja, passt. So, jetzt hier Mission. Easy, easy, easy. Calm down now. It's a healthy looking bird. Why, thank you. You wouldn't believe that not so long ago, he was so injured he could barely walk. Is that right? Yes, he's completely better now, though. He can run like the wind, all thanks to the herb I gave him. Must be a powerful medicine. What's it called? Why are you so interested? Oh, you're the person who found the Angel of Valhalla, right? Yeah. I think I can help you. The herb is called Yule's flower. It's a very beautiful flower. Und genau die habe ich euch im letzten oder vorletzten Part gezeigt, diese weiße, die es nur an bestimmten Stellen gibt. Speaking of that, can I ask you a favor? If you do get the Angel of Valhalla to eat some Yule's flowers, could you bring him to me afterwards? Ja, nehmen wir an. I could, but why? Well, it's just that I want to check something. Well, if chocobos can learn how to speak, and if the angel is smarter than the rest, do you really think they can talk? No, I'm just. Ja, es geht wirklich darum, dass ihr denkt, dass Chocobos reden können, weil es ja schon mal passiert ist. Do you know? Sure. Maybe that. Gut. So. Das ist eigentlich eine einfache Mission. Hey, you. She told me about you. Wait. Ja. She told you to. Good guess. She
Ja, der weiß schon alles. Das ist auch unwichtig. So. Wir haben nicht so viel Zeit. Die nächste Jewelflower ist hier unten. Oder da oben. Kann ich mich zum Bahnhof teleportieren irgendwie? Oder nein, ich will ja zurück zur Siedlung. Ich guck mal, ob das mit Teleportation geht, weil hier haben wir jetzt soweit nichts verloren. Hierhin, genau. Yep. Verschwenden wir jetzt einfach mal 2 EP. Ganz trocken. Ja, bla bla bla, weiter geht's. So. Können wir auch gleich beim Message Board vorbeigucken, was hier so abgeht. Ich wollte ja eigentlich in diesem Part in der nächsten Stadt, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Okay, und hier. Diese ganzen Weltdinger, die kann man sehr spät machen, das ist wurscht. 2 Tiertränke und 1 Gesalen. Schokobäuchel noch 3 Stück. Nee. Ein Felsmaulwurf fehlt. Ja. Wir wissen ja, wo wir das herbekommen. Da, wo wir jetzt eigentlich von den Hauptmissionen her hin müssen. Na, das wollte ich doch gar nicht. Sorry, Whitey. Ist hier jetzt diese... Ja, da ist diese Tuss mit ihrem Hund. Ich wusste doch, dass sie hier ist. Oder? Compared to Luxurian, things aren't as convenient. Come on, I'll show you around. Oh, and remember, don't stray too far. Thank you, dear. I can't think of a bond stronger than the love between a mother and child. Ah, doch. You all right? I used to have family too. A sweet little thing who I adopted as my. Where is she now? She's gone. But she was the sweetest thing. Her fur was the softest of all. Fur? What? You mean? Oh, wait. A dog. Yes. But she was so much more than that. One day I lost yeah, even dog I family. My own, she... Ja, einen Hund finden, aber den das dauert noch. So. Von denen sammeln wir noch etwas. What the fuck is you doing here? So, weg. Waren das gerade 11.000? Der Arme. Haha. Oh man, World of Fantasy kommt bald raus und ich weiß nicht, ob ich es mir holen kann, aber ich hätte es gern, weil es... Ich muss es nicht unbedingt haben, aber als Final Fantasy Fan muss man es eigentlich unbedingt haben. So. Hier, extra Mission, genau. Genau. So, wir brauchen ja eigentlich Kraut für das Chocobo Gesarlen, weil es ja eigentlich noch nicht geheilt ist im Normalfall. Jetzt nicht wie bei mir und das sieht jetzt komisch aus. Und irgendwas ist mit ihrem Vater. Deswegen helfen wir ihr. Und dann hilft sie uns, dieses Gesarlen zu entwickeln. So. Und das war dort beim Eingang dieser Village. Ja, gut. Das hätten wir erledigt. Der Dog scheint nicht da zu sein. Ja, doch, da ist er ja. I didn't hear the voice of the girl again. But I do remember a stream. Is that so? I don't know, but allies in battle, you mean? Or perhaps you were a choke. Ja, der hilft dir mit bla bla bla. Gut, hier gibt's sonst nichts mehr Großartiges. Aber was wir jetzt machen. Andere Richtung. Wir gehen jetzt zu dieser Yule Flower. Und dann. Sollen wir dann schon hoch oder gehen wir dann wieder zurück? Weil ich habe nur 3. Und 2 braucht eine Teleportation. Ja gut, das wird noch reichen. So. Dann gehen wir da
Hoch, wo sind wir jetzt? Ja, passt. Ist da ein... Ah, hab ich gar nicht gesehen. Zum Glück habe ich gut auf die Karte geguckt, der hat mich fett erwischt. Alright, alright. So. Von denen müssten wir doch eigentlich bald genug getötet haben, um sie auszurotten. Ich meine, wir haben ja schon 99 Items, sage ich jetzt mal, von denen. Sehr schön, Whitey. So. Alright, dann hier rüber. Da hoch. Was ist los? Warum immer wieder diese Affen da? So. Jetzt kommt uns noch ein Monster in den Weg. Ja, okay, das geht ja noch. Und das Coole ist, wegen Whitey, wenn ihr nicht wisst, welche Elemente gegen den Gegner am besten helfen, der hat jetzt nicht Blitz gemacht, weil ich es gemacht habe, sondern weil er weiß, dass es das beste Element gegen diesen Gegner war. Und es kann sehr hilfreich sein, vor allem für Anfänger. Okay, er hat es wieder nicht geschafft. Sehr gut. Alright then. Und noch eine Sonnenseelenblume. Ja. Man kann auch von der anderen Seite kommen, dann ist man da oben. Dann kann man von oben die ganzen Items und alles holen. Aber das ist jetzt erstmal unwichtig für uns. So. Und schon haben wir die 8 Stück zusammen, krank. Normalerweise hätten wir ja 9. Aber das ist, glaube ich, wegen dem New Game Plus zurück. So. Ja, es hat funktioniert. So. Jetzt können wir uns wieder... Ah, falsche Taste. EP-Fähigkeiten. Teleportation. Da hoch. Das ist der Bahnhof wahrscheinlich. Who cares? Lasst dahin gehen. Geht doch viel schneller, als die ganze Zeit hin und her zu laufen, ne? Genau. So. Ah, da hinten ist er. Na komm. Ja, wo bleibst? So, geht doch. Alright. Hier hinten? Ja, genau. Are you the Cole who owns the field? Who told you that name? Where'd you hear it? From Sarala at Canopus Farms. She told me that her father, Cole, left the village to collect fertilizer from the woods. But he didn't come back. Genau. And so you thought I was this fertilizer seeker? You still haven't answered my question. Sure enough. But why should I give you something for nothing? You're not gonna answer me. Not until you do. The fact is, I am looking for fertilizer. Which doesn't make me that coal fella mind. Anyway, it's a big... Nah, it's simple enough work. Anyone can do it. I've marked yeah, the genau. Locations... So... Einen überreichen. Of course. You said you are looking for Sarah. Now listen carefully. The coal you seek, well, yeah, they shot tot. Yep, that's right. I was the one who found him. I was standing here pondering how I feared if I told you what happened, you run straight off and tell Sarala. Yeah, again. Has to be told sometime. Of course not. I know I can't put it off forever. Much she needs to be told the truth. Plain and simple. The best, huh? When you say it would be for the best, do you... What do you mean? Yeah, genau. Why, Sarala, of course. If you ask me, she'll do far better without... Genau. Right. Well... Do you really do that?
Maybe a stranger is exactly who she needs to hear it from. Yeah, genau. That fertilizer you collected, it was Cole who found it, so... Ja, genau. Yep, just before he died in my arms. The last thing he said was, dig next to the flower. Ja, genau. That's a hard story to swallow. But at the very least, hier gibt's aber noch mehr von denen und die brauchen wir alle. Dann wird dieses Kraut von Sarala, können wir dann öfter abziehen, sage ich jetzt mal. Ich weiß aber nicht mehr genau. Es war irgendwo hier oben vielleicht. Es war in der Nähe von einem Baum. Ich sollte mal wieder die Zeit stoppen. Ich bin wahrscheinlich zu schnell mit Whitey. Da ist noch eine Schokobeutel. Aber das war irgendwo hier. Weil wir so schnell sind, sehe ich das nicht. Doch, das muss irgendwo hier sein. Where the fuck is it? Ja, was ist denn? Ah, ja. So, 1, 2. Ich glaube, hier ist noch eins. Da unten ist auf jeden Fall noch eins. Insgesamt sind es 4 Stück auf jeden Fall. Okay, hier scheint es keins mehr zu geben. Dann lass uns mal da runter gehen. Kranke Rhymes. Sorry, ich kann jetzt nicht. Da ist eins. Und war hier hinten eins oder weiter vorne? Ich weiß es nicht mehr genau. Ist schon zu lange her. Ah, hier ist noch eins. Sehr gut. So, jetzt haben wir 4 Stück. Jetzt können wir uns eigentlich teleportieren. Hier, Bahnhof. Ja. So. Ihr könnt natürlich auch ohne Teleport, weil ich weiß nicht, ab wann man das kriegt. Ihr solltet ohne Teleportieren machen, eher mit Zeit stoppen und dann die ganzen Monster bekämpfen und die ganzen Items einsammeln. Das wäre natürlich das Beste von allen. So. Und Whitey ist schon da. Alright. Dann lasst uns zu Sarala gehen und ihr die traurige Nachricht überbringen. Hi. Frieden. Ja, da ist wieder. Jetzt mal ehrlich, wie lange gibt's die jetzt noch, Alter? Aber ich muss schon sagen, die sehen witzig aus. Alright. Alter, hier lädt man so schnell seine EP auf. Wenn man auf Ultra schwer zockt, da kriegt man so gut wie gar nichts, selbst gegen härtere Gegner. Okay, we're here. So. Yep. Sarala. Oh, hello. Is that fertilizer from the woods? Thanks. Does that mean you met father? I've got some bad news. Oh, no. Please, not that. He left a message. His last words before he died were, dig next to the flower. The flower? A box? My dearest daughter, if this letter has found its way into your hands, it breaks my heart. But you shall not be seeing me again. I pray that you'll forgive me, but I could not bring myself to say these words to you in person. Now, I want you to know this. The vegetables that we grow in that field are the finest in all of the wildlands. Everyone who tastes them agrees. Do you know why, my daughter? Because you are the one who tends them. It's all thanks to you. Once I am dead, the farm passes to you. It's yours to do as you please. I ask only one thing of you.
You know the flower that I looked after? The one that never blooms? Please, promise me you'll look after it. Keep it safe. This is my last request to you. There'll be no more after this. Farewell, my dearest daughter. Declan. Oh, Dad! Are you all right? Yes. Thank you for everything. Yep. Father stayed here on the farm, not because he... He always wanted to leave. To leave this place and go on a journey. A journey? Yes. To find my mother. She disappeared a long time ago. Genau. But he believed she was alive. And he thought I held him back. You shouldn't think like that. But it's true. Look what he wrote in the letter. It's all about that he practically comes out... Stupid flower, wollte ich sagen. What flower? Oh, who cares? He, even though it never blew. Bam. What? It is. It really is. I found it. Who are you? Why, who cares who I am? Behold, the Sorala Rosa, genus Muntius, the flower of legend, said to bloom once every 500 years. Krank. What? Sorala? Yes, yes. Sorala Rosa Muntius. In the ancient tongue, it means for the love of my daughter. The legend says that any place that it blooms will be blessed with great fortune and prosperity forever. I must leave you now and write my paper before my rivals beat me to it. Cornelia is my name, and plant biology is my game. Alles klar. Sorala. He must have named you after the flower. Yes. So, dann hätten wir das hier auch abgeschlossen. So, jetzt können wir mit dir sprechen. Ja, wir haben Erde, wir haben Düngermittel, bla bla bla. Das haben wir deswegen gesammelt. Das zeige ich euch jetzt. Ja, genau. Gemüsesamen erhalten. So, Nummer 1. Na. Na komm. Hey, what the fuck? Nein. Ja. So. Nummer 2. Very nice. Nummer 3. Very nice. Nummer 4. So, jetzt sind alle Löcher da mit diesen Dings. Jetzt können wir da überall einen Samen reinhauen und in 6 Stunden, also sprich um 21.14 Uhr ungefähr, können wir unser Gizzard-Crowd da rausholen. So, jetzt sind alle belegt. Jetzt steigen wir auf Whitey auf und wir gehen wieder zurück, weil wir die Yule Flower ja schon bei uns haben. So. Da können wir jetzt nochmal zu dem Typen gehen und wegen Sorala Bescheid sagen. Passt ja alles. Mann, der Part geht viel zu schnell vorbei. Scheiße. Come on. So. Whitey, gib Gas. Bist du das? Nein. Wo ist der Typ hin? Hä? Das ist ein Hund. Wo ist der? Der ist nicht da. Wollt ihr mich vergauken? Bist du das? Nein, bist du nicht. Bist du hier? Bist du auch nicht? Where the fuck? Der ist weg? Eiskalt? Ja, von mir aus. So. Wir gucken mal schnell, ob es da hinten die Schokoborchel wieder gibt. Nein. Dann gehen wir mal zu Nadja, erfüllen kurz diese Mission. Oh, it's all over for me.
Nadia, are you all right? What happened? Que? Is that all you can say? Oh, darn. I guess it didn't work. You were just pretending to be sick? Why would you do that? Well, it's kind of an embarrassing story, but we're friends now, aren't we? I used to live in Yusnan, but I had a big falling out with my family, and I ran away from home. Back in the city, I was treated like a princess. I just had to snap my fingers to get whatever I wanted. But that's not real living, is it? I got tired of that life. I wanted to fend for myself, survive by my own skill. But you didn't realize just how hard that would be. I lasted 3 whole days before I collapsed in the woods, weak from thirst. And that's when this little guy came along just in time. He must have been injured too, because he was holding a Yule's flower in his beak. I thought to myself, I'm going to die, but at least I'll have this beautiful chocobo to watch over me as I go. But then, something even more incredible and beautiful happened. The chocobo spoke to me, as clear as I'm talking to you now. Hang in there, he said. You mustn't die. At first, all I could do was stare in shock. But then, his words began to sink in. I realized he was trying to save my life. Anyway, right after that, some villagers found me, and they nursed me back to health. But I'm sure that I wouldn't have been alive when they found me if it wasn't for my little chocobo. Ah, you owe him your life. Crack! So that's what your little play acting was about. You thought if you could convince the chocobo that you were dying, he might start talking to you again, like genau. He did the first time. Yep, and to be honest, so. I thought if I could hear... I know it's yeah, stupid. Chocobo's reading. Oh, I guess it was just... It's all right. You'll find what you're looking for. What? Don't turn around. You're searching for meaning to your life, and you're going to find it. I know you will. In fact, maybe you already have, if you really, really think about it. Sometimes you lose your way. Sometimes the going gets so steep you fall, but the path is always there in front of you. You just have to keep going. Yes, you're right. It is. Ja. Das sprechende Chocobo, ladies and gentlemen. Alright. Yes, what do you want? Ja. I heard the Chocobo talk. You're going to find it. I know you will. Huh. That was a clever trick you pulled, young man. Young man? I'm a girl. You are? Good grief, everyone's the same. It's like when I helped Nod the first time, I mean. She saw the chocobo, but she didn't see me on its back. Huh. So that's what happened. It was you who spoke to her. She was half dead. She's read way too many fairy tale books. Yeah. But I guess it was kind of... So you can't tell Nadia the truth, okay? Okay. Yeah. What you did was good, pretending to be a chocobo. Wise words. Mm. Sometimes the going... Huh? I didn't say anything like that. What does it even mean? I just what told the her fuck? It's all right, or something like that. Wait, really? You didn't give a little speech? No, weird. Maybe you both imagined it. Ja, genau. Alles klar. So, was fehlt denn uns jetzt noch? War das die hier? You still don't have enough troop. They're not that. Chocobosch, wie viel brauchen wir jetzt von denen der mit? Noch eins. Das machen wir jetzt schnell. Hoppla! Auf jeden Fall. Der Typ, der ist ja verschwunden. Hat sich verpisst. Sagt nicht mal Tschüss. Was für ein Fisch. Ja. Komm, hier muss doch irgendwo in der Nähe eine Chocobäuche sein. For real. Was wollt ihr von mir? Fatzt ab. Da. Da. Da, da, da. Gut. Ah, komm. Weil ich euch so sehr mag. Seid ihr jetzt weg. Alright.
Jetzt haben wir es doch, oder nicht? Oder doch? Wohin, wohin, wohin? Wir müssen da lang. Das ist ein weißes Chocobo. Nee, es ist schwarz. Also, manchmal ist es wirklich zu kindisch. Ohne Shit. Whatever. The hell you doing? Gut. Nicht-Ausstatter da. Ja, genau. Tell me, how is the angel? Well, he hasn't gotten any worse. That's good to hear. Now it looks. Here you go. This is some of the best. That cough. He's krank. You can't keep going on like this. Where's the nearest doctor? It's no use. The doctors can't do anything. Genau deswegen ist diese Mission wichtig. Also zuhören. Well, I don't have much time left. Of course, no one grows older and no one dies of old age, but disease and accidents can still take us, and apparently it's my time. I'd been hoping that I'd at least make it to the end of the world. But at least I was able to make medicine for the angel of... Not to mention, thanks to the ingredients you found, it was... And now, I just... One last task? What's that? Oh, I'm rambling again. It's just a personal thing. Forget it. Now, don't... By the way, you haven't seen any red crim mushrooms around, have you? If you're ever in need of more medicine, just come see me. And bring... Wir wollen diese Dings jetzt besuchen. The legendary red mushroom. So. Wo war dieser Krimpilz nochmal? The cough I don't mind. When I can't make the medications that... You're not talking about a chocobo. What's... Yes, if I know the medication and how to make it. What is it that you... A legendary red mushroom. But they all disappeared. I've been searching all... Is the mushroom all you... Well, no. Chocobo 4. Krimpilz. Ich weiß gar nicht mehr, von wo man den kriegt. Wo war der? Ich weiß, wie der aussieht. Aber von wo kriegt man den nochmal? Ah! Jetzt weiß ich's. Ja. Guck, dass wir den jetzt hier treffen, das ist ungewöhnlich. Auf jeden Fall ist das hier. Es war dieses Standardmonster, das nie ausstirbt. Das man eigentlich direkt am Anfang trifft und gegen das man einen. Krank. Gegen das man einen. Diesen Tutorial-Fight hat, um. Ja, das Kampfsystem sozusagen zu lernen. So. Dann laufen wir hier mal ein bisschen rum. Hier gibt es auch noch in der Nähe eine Cybertruhe. Schokobäuche, die... Ja, die Pilze wachsen in der Nähe vom Baum. Genau. Hier müsste das irgendwo sein. Ja, ich weiß, es ist gleich 18 Uhr, nicht mehr lang. Und dann müssen wir rüber. Aber das Ding ist, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt nach Yuuzhan gehen, dann erledigen wir die Hauptmission von Yuuzhan. Wenn wir das jetzt machen, was uns da aufgegeben wird. Und das will ich ehrlich gesagt nicht machen. Deswegen gehen wir einfach um 0 Uhr nach Luxarien und erledigen das dort, weil das wäre sozusagen die erste Stadt. So. Ich suche noch eine Chocobeutel und dann können wir in ein anderes Gebiet. Wahrscheinlich habe ich schon 4, aber mir juckt's. Wahrscheinlich ist dieses Waldgeläufe und so für euch alle langweilig. Ihr denkt euch so, was macht dieser Typ da eigentlich? Ah, hier ist es, da ist es. So, wir müssen hier hin.
Ja, geh mal weg, Mann. Du störst gerade. Warum nimmt das so wenig ab? Ist das... Achso, das ist nur rund um Feger 2. Kein Wunder. Oder? Nein, 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 nein. Nicht so, nicht so. Herr Water. Da war irgendwas hier in der Nähe, wo man drauf konnte. Was war das nochmal? Vielleicht. Hä? Wollt mich doch alle verarschen. Hier, genau. Das heißt, was geht, ja? So, da, so, und jetzt. Nein. So, jetzt. So, und als nächstes müssen wir... Perfekt, wir sind genau richtig. Wir sind genau richtig. Hier rüber. Da. Und das hier macht... Hallo, ich habe doch X gedrückt. Von 19 bis 7 Uhr, das heißt sogar noch 2. Damn it, ich dachte nicht, dass es so lange geht. Da ist auf jeden Fall die Chocobo-Eichel drin. Dieser Krimpilz, meine ich. Und, was machen wir denn jetzt so lange? Lasst mich mal... Ich guck mal kurz wegen der Mission. Ansonsten können wir eigentlich schon hoch. Magische Wunschtafel. Tiertrank gesalen. Okay, noch ein Tiertrank. Den kriegen wir später. Felsmaulwurf kriegen wir oben. Chocobo-Eichel brauchen wir keine mehr. Nachtpilz auch nicht. Okay, dann hätten wir das. Nebenmission. Der braucht... von denen haben wir 3 Felsmaulwurf. Okay. Und das hier ist... Chocobo-Eichel haben wir 6 Stück. Das haben wir das. Krimpilz. Alles klar, das sieht doch sehr gut aus. So, das nächste, was wir machen, ist... Nein. Scheiße, der Part ist gleich zu Ende. Fuck. Ich will aber nicht aufhören jetzt. Gerade jetzt wird's spannend. Scheiße. Na, mal gucken, was wir aus den letzten 3-4 Minuten rausholen können. So. Genau. Nein. So, hier taucht auch das stärkste Monster. Hier tauchen auch voll viele krasse Monster auf. Und genau, wir sind schon mal richtig, so. Hier gibt's viel, sehr viel, das man aufdecken muss und so weiter und so fort. Und hier gibt's auch diese riesen Chaoszone in der Nähe. Ja, da diese Schrott. What does he eat? That's what he didn't used to get any visitors, but lately I've seen some young girl coming. It stands amongst young rocky girl. Hills. Okay, near to the so, Mission here. Hi, hello there. You're Dr. Gazal's assistant, but who are you? Tilda, I'm a doctor around here. We have a bit of a problem, I'm afraid. So I was just consulting with the assistant here. He doesn't look happy. Is he injured? Something is wrong, that's for sure. We just found him. He's ever so weak. Oh, poor thing. But he'll be all right, with a vet and a doctor looking after him. Right. This clever vet was just telling me about an effective medicine. That should help. I'm still just a trainee. Dr. Gazal is but I'm going to help this... He'll stay with me for the first little while. All I need to do is have him drink the assistant's medicine. Good news for the dog. I'm sure he'll get better soon. Yeah. He will. Except. Well, we're out of ingredients. Ja, wir brauchen Medikamente. Ich will das jetzt noch nicht länger. Sonnenblume 14 oder 3. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr gut gemacht, Mike. I could. Yes. The assistant can. Oh, no. He just needs. Okay, then. So. And I should give yes, please. Well, I've got
to run. So, Zutaten überreichen. Ich weiß jetzt nicht, was ich alles abgibt. Wahrscheinlich auch Wichtiges, das ich selbst brauche. But who cares? Gosh, Claudia, who's that? Why, Dr. Gazal's assistant, of course. Oh, wait. You know her as 13. Dr. Gazal. Claudia is a wonderful assistant. Ja, genau, bla bla bla. Who cares? Sure. Oh, the dog is healthy again. We got the Tiertrank we need. Everything is fine. So, Mission, Nebenmission. Heilmittel, Krimpels, kein bla bla bla, passt. So, Hauptmission, nicht. Magische Wunschtafel, Notfallpatient. Tiertrank 3, Gesalen 1, passt. Felsmaulwurf fehlt immer noch. Gut. Ich will. Tilda, so. Oh, looks like you have a cute little admirer. She's not scared of people. Yes, that could very well. Yeah. She does. What is it? I just remembered a woman. Ja, genau, das ist der Hund, der ihr fehlt. Have you stopped by Canopus Farm? Excuse me. Wait, don't tell. You're going to. Nein, jetzt will ich nicht. So, jetzt sprechen wir mit dem hier. Ich will mit dem Typen da sprechen, der mit. Okay, der lässt uns nicht. Gut. Ja, dann machen wir das jetzt noch schnell. Ja gut, da ist noch eine extra Mission. Wir machen das so im nächsten Part. Ah, hier ist Cornella wieder. Im nächsten Part bringen wir den Hund zurück und wir machen dann schnell diese Mission. Dann gehen wir noch da rüber zu diesem kaputten Raumschiff. Ich zeige euch hier das stärkste Monster. Wir erledigen die Mission in diesen kleinen... Wir sind hier länger, als ich gedacht habe, sorry, aber... Wir erledigen die Mission in diesem kleinen Dorf hier, indem wir hier reinkommen. Wenn es 19 Uhr ist, wir erledigen dann gleichzeitig die Mission hier. Dann taucht wahrscheinlich hier wieder was Neues auf. Und wir können dann schlussendlich... Ja, wir müssen jetzt nur wegen einer Mission hier hin. Denn zum Tempel hier, das ist eine der letzten Hauptmissionen, sage ich jetzt mal. Eine der letzten Hauptmissionen. Deswegen will ich das nicht so schnell machen. Alright. Alright, dann. Alles klar. Danke fürs Zuschauen, guys. Thanks, YouTube, for watching. Hope you liked the part. See you next time. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube. Word.